Ja, Freddy, Ackermann, 25 Jahre, gell? Bestattungsservice, vorher warst du Elektroniker. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, um so etwas zu machen? Ja, das hat sich auch ergeben aus der damaligen Zeit, Industrie. Ein bisschen Schwierigkeiten, McKinsey, die so etwas sagt, Sanierer, oder? Arbeitsstellen ein bisschen unsicher. Und dann war halt die Frage, ja, kann man den Job halten? Das war das eine, das andere war, während dem Technikum ein bisschen Taxi gefahren und der Taxiunternehmen hatte den Leichenwagen. Das ist also die andere Seite. Und irgendwo hat sich das dort mal ein bisschen berührt. Das heisst, man ist einmal halt am Sonntag aufgeboten worden, um mit dem Leichenwagen zu fahren. Und später dann die Unsicherheit, wo ich gesagt habe, ja, heisst ja so schön Tod, Tod sicheres Geschäft, oder? Ja, also, aber apropos Berührungsängste hast du nie gehabt? Nein. Gar nicht? Nein. Ist nicht die Wohnung, die du auf einmal sagt, deine Kasse statt Sausgäste? Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist... Ja, nie Schwierigkeiten gehabt. Also, das Einzige war mal, ganz am Anfang, einer der ersten Todesfälle, ein Schützenkollege, der einen Herzinfarkt hatte, den ich im Spital geholt habe und dann auf den Friedhof gefahren. Und der war einfach ein lustiger Typ. Also immer, wenn man im Schützenstübli zusammengesessen ist, hat man es gemütlich gehabt. Jetzt liegt der da hinten. Das war vielleicht so ein speziellerer Fall gewesen, so, aber nicht, dass ich Probleme hatte damit. Jetzt sind wir da beim Eingang. Ich schwenke vielleicht noch mal ganz kurz und schnell raus. Also, es ist relativ einfach zu finden. Von der Autobahn, wenn man jetzt von Buchs her kommt, einfach geradeaus und dann die Halknestrasse. Also, und dann nachher der Autobahn. Also, draußen gehört man den Herrn rein, aber ist gar nichts. Es ist ein wirklich sehr feudales Gebäude. Gehen wir vielleicht noch mal rein. Hier ja, gerne, ja. Raum. Da steht jetzt drauf, das sind die Ausstellungs- und Besprechungsraum. Besprechungsraum, jawohl. Also da kannst du herkommen, bevor du gestorben bist. Jawohl. Ja, da wäre Zeit. Wir sagen ja, Dienstleistungen vor während und nach einem Todesfall. Das heisst, wenn jemand das Ganze mal will regeln, wenn er sich will informieren, was kann man, geht das, was ich mir vorstelle, dann sind wir froh, wenn die Leute vorher einmal können. Und da kann man dann schauen, was da alles anzubieten ist. Also, klingt es vielleicht ein bisschen makaber, aber ich habe selber auch nicht so Berührungsängste. Mir ist klar, dass man lebt, man stirbt einmal. Also, richtig. Da kann man dann anschauen, für was man sich könnte entscheiden, oder? Genau. Es gibt vielleicht irgendeine Idee und sagt, jawohl, das würde jetzt für mich passen. Oh, diese Urne, das ist jetzt wirklich, das würde mir jetzt entsprechen. Ja, apropos Urne, gell? Also, da kommen wir noch darauf zurück. Du hast ja auch ein Kolumbarium, das ist etwas ganz Spezielles. Richtig, jawohl. Das ist etwas, was man meines Wissens aus in der Schweiz privat nie kennt. Ein privater Urnenfriedhof, wo man die Urne deponieren kann, Zugang hat zu unseren. Und eben eine bestimmte Zeit hier kann lassen, bis man vielleicht dann weiss, was man weiter machen will, ob man die Asche dann irgendwann in der Bergwelt verstreut. Und jetzt kann man halt einfach noch nicht dorthin, weil es Schnee hat. Ja, apropos Schnee. Gründe. Apropos Schnee, es ist jetzt genau heute der Tag, wo der Uli Steck auf dem Mount Everest tödlich verunglückt ist. Der muss jetzt hergeführt werden. Ist das etwas, was ihr auch macht? Ja, also nicht gerade vom Mount Everest her, aber ja. aus dem Ausland, wenn es halt europäisches Ausland, wenn das wirklich die Frage ist. Ich denke, du hast einen Flüger, gell? Jawohl. Die meisten können natürlich per Flugzeug und wir holen es auf dem Flughafen ab oder auf der umgekehrten Seite, wir bringen es auf den Flughafen. Aha. Ja. Weil Transport über Land ist natürlich immer ein bisschen eine Kostenfrage und vielfach ist man dann mit dem Flüger günstiger. Aber es kann durchaus Gründe geben, wieso dass jemand eben wirklich will gefahren werden. Das haben wir auch schon gehabt, Fahrt auf Portugal runter. Weil einfach die familiäre Situation so speziell war, dass man musste garantieren, dass wirklich nur die Familienmitglieder von der einen Seite dabei waren, wenn der Sarg angekommen ist und ja nicht die anderen da ins Spiel gekommen sind. Es sieht man hier natürlich eben, wenn wir das einmal anschauen, das wären jetzt die Erdbestattungen, dann hätten wir hier natürlich die Feuerbestattungen. Und dann hast du, glaube ich, auch Seebestattungen, gell? Also gut, Seebestattungen und all das, Naturbestattungen, das ist Schweizer immer eine Feuerbestattung. Aha, also grundsätzlich sind schon Erdbestattung, Feuerbestattung oder an gewissen Orten noch Gruftbestattungen. Ja. Das heisst, der Sarg kommt in eine
Murnischen rein. Ah, ja, ja. So, aber auch daheim zum Beispiel, könnten Sie auch sagen, ich möchte bei mir daheim irgendwo, ja, mit der Urne. Nur als Urne. Ja, mit der Urne, ja. Ja. Das wäre möglich. Ja. Das wäre so quasi schweizerische Naturbestattung daheim auf dem eigenen Grundstück. Ja, ja. So ja, ja, ja. Mit einem Rosengärtchen. Ja. Ich bin jetzt 64, also ich könnte jetzt über das mit dir reden. Ja, sicher. Komm, wir in der Zeit laufen wir noch ein bisschen vor, wir können ja, noch plaudern, wenn wir reden, oder? Also, ja. Du bist jetzt natürlich noch jünger, gell? Aber denkst du mehr an eigenen Tod, seit du jetzt das machst? Nein. Ich denke jetzt gerne nicht. Irgendwann eben, du hast es vorher gesagt, das Leben endet einmal. Das ist auch unser Motto, wenn Leben enden, oder? Dann braucht es einen Bestatter. Wir wissen zum Glück nicht, wenn es so weit ist. Einmal die meisten nicht. Aber sich da Gedanken zu machen und Sorgen, das wäre, glaube ich, falsch. Dann haben wir hier natürlich auch ein schönes Ambiente, gell? Also da muss man vielleicht auch sehen, dass sich die Leute auch irgendwie abgeholt fühlen. Das ist wahrscheinlich noch wichtig. Wie sind jetzt die Reaktionen so heute gewesen? Es ist jetzt noch am Nachmittag, Tag der offenen Türe, am frühen Nachmittag. Hast du schon erste Reaktionen gehabt? Also wie reagieren die Leute, wenn sie daher kommen? Also die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv, weil die können, haben ja auch nicht per se Berührungsängste mit dem Thema. Aha, oder? Ja, genau. Also die sind irgendwann interessiert, gespannt, gewundert, was auch immer. Ist vielleicht jetzt der Tag der offenen Tür eine mögliche Hilfestellung, dass sie die Räumlichkeiten betreten, ja, und sich informieren. Und ich darf sagen, dass sie wirklich im Großen und Ganzen positiv überrascht sind, was sie antreffen. Rosen, wir gehen jetzt steigen miteinander auf. Rosen spielen auch immer noch eine gewisse Rolle, gell? Das ist, glaube ich, die Blumen spielen immer eine grosse Rolle, glaube ich, oder? Das schon, ja. Und wir sehen, es ist Doppelstück, es ist ein riesiges Gebäude. Wir können das nicht alles sagen. Können wir da links reingehen? Ja, du hast so ein Sarglager, gell? Ja, genau, ja. Also das sind jetzt schon fertige Särge, wo man... Da hinten, ja. Moment, es gibt jetzt gerade Licht. He? Jawohl, da sind Särge, die bereit sind zum Brauchen. Das heisst, wenn ein Todesfall ist, können wir wirklich hergehen und halt zeitnah jetzt sagen, ja, und ausrücken. Und wir nicht zuerst alles noch zu Weg schustern. Ja. Hat Vor- und Nachteile. Vielleicht ist es etwas aufwendiger, auf spezielle Wünsche von, ja, Angehörigen einzugehen. Aber genau, meistens sind sie auch. Und was ist das da? Das ist eine Einlage hier. Ja, das ist eine Zinkeinlage für einen Auslandtransport. Jetzt, aha, halt auch ein bisschen speziell mit dieser italienischen Form. Aha, ja, also, ja, ja. Wir gehen wieder raus aus dem Lagerraum. Wir sehen, mhm, auch draußen wieder schöne Ambiente. Ich muss jetzt auch ein bisschen schauen, Tag der offenen Türe, dass wir vielleicht nicht gerade allzu viele Leute drauf haben, ja, die wahrscheinlich nicht gerne haben, wenn sie drauf sind. Ja. Und da vorne laufen. Ja, es ist wirklich eindrücklich, es ist sehr, sehr schön. Im Übrigen links, wir zeigen das jetzt nicht, hat es ja gerne auch etwas für Kinder. Also, wenn jemand herkommt, sich will informieren, besteht es ja, oder ist noch ein Tag der offenen Tür so? Nein, das ist grundsätzlich. Also, gerade wenn wir irgendein Trauergespräch haben oder so. Gut, dann gehen wir rein. Du gehst ins Zimmer. Wir haben Gonzen, Pizol, Falknis, das ist jetzt das Zimmer, ja, Pizol, gell? Ja, aber ich kann einfach nicht sagen, Raum 1, 2, 3. Genau. Und darum habe ich jetzt halt hier Bergnamen gegeben. Es hätte auch der I und Z und sonst irgendetwas sein. Da sind es jetzt halt Berge. Jesus, muss man gläubig sein, um zu dir zu kommen? Nein, muss man nicht. Es hat Gläubige und hat Andersgläubige und, ja, Nichtgläubige. Ja, können das ist alle Leute konfessionell neutral, man, politisch, ja, neutral. Atheist sein und, ja, ja, muss auch nicht christlich sein. Nein. Ja, ja. Nein. Hast du schon so Begräbnisse gehabt, ganz speziell jetzt nicht christlich? Hast du Erfahrung damit schon? Ja, nicht christlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel Muslime anschauen, die haben natürlich ihre eigenen Riten und die organisieren das auch selber. Dort ist die Berührung eigentlich die, dass man vielleicht Verstorbene abholen, dass bei uns dann durch Angehörige, durch den Imam, die rituelle Wäschung stattfindet. Da stellen wir einfach die Räumlichkeiten zur Verfügung. Und nachher tut es aber der muslimische Bestatter weiter bearbeiten. Und, ja, Überführung oder so, vielfach noch bei den Eltern ins Heimatland, tut er organisieren. Zum Teil unglaublich aufwendige Särge. Also, darf ich mal fragen, was kostet so etwas von bis? Das ist immer die vielgestellte Frage, was kostet eine Bestattung? Und ich sage immer, das kann ich nicht sagen, weil die Schwierigkeit ist, wenn ich in ein Reisebüro gehe und sage, was kostet eine Woche Ferien,
dann komme ich eigentlich auch keine Antwort über. Weil es ist immer ein bisschen die Frage, will ich aktive Ferien, will ich Wellnessurlaub, mache ich eine Kreuzfahrt? Und da ist es halt auch, was will ich? Darum kann ich nicht generell beantworten. Ich habe nur wieder Frage, ja. Macht es Sinn, um vorher ein bisschen zu sparen? Ja, sparen ist immer gut. Da haben die Erben natürlich dann auch Freude, wenn noch etwas vorig bleibt. Ja. Dann gibt es auch den digitalen Nachlass. Das ist etwas, was auch glaub, sehr wichtig ist, oder? Das ist ein längere Mehr natürlich das Thema. All die Spuren, die man hinterlässt auf den sozialen Medien. Und wo nachher vielleicht niemand weiss, wie die Passwörter sind und so. Genau. Ist sehr ein sehr komplexes Gebiet, denke ich mir. Aber da bist du auch eigentlich, da müssen wir dich dann auch natürlich, bevor du gestorben bist, schon ein bisschen einbeziehen, oder? Ja, man soll sich Gedanken machen darüber und halt vielleicht irgendeiner Vertrauensperson auch sagen, wo sind allenfalls denn so Passwörter zu finden. Ja. Es gibt aber spezielle Dienstleister, die sich natürlich da auskennen und das die Geschichte übernehmen und auch Nachforschungen und so weiter anstellen. Es ist das Kolumbarium, also ja. Ich bin natürlich ein Laie, obwohl ich weiss, dass ich mit 64 bin ich näher dran. Als Menge anderen, oder? Das kann tagtäglich passieren natürlich, kann vielleicht noch länger gehen, wie es ist und so. Aber als Laie sehe ich da jetzt keinen grossen Unterschied, außer dass da kein Sarg hat. Es hat einfach Urne da. Was ist das Kolumbarium jetzt ganz speziell? Das Kolumbarium ist eigentlich eine Urne, Begräbnisstätte oder Aufbewahrungsstätte. Eben, das hast du mir mal gesagt. Columba, die Taube, oder Columba, ich weiß nicht genau, wie man es betont, bin kein Latiner, bezeichnet eigentlich einen Taubenschlag, also Kästchen an Kästchen an Kästchen. Das ist das, was man zum Teil bei Krematorien und auf Friedhöfen auch sieht, die Urnenwände. Das ist ein klassisches Columbarium. Aha. Und tust du den Taub aufbewahren? Jawohl. Das kann man bei dir lassen? Wir haben das da jetzt einfach anders interpretiert und stellen so Möbel zur Verfügung, die mietet man. Aha. Und da kann man die Urne platzieren, hat Zugang rund um die Uhr mit einem Zahlencode und kann das auch schmücken, wie man hier zum Beispiel sieht. Und kann die Urne, je nachdem, wie lange das man will, eine bestimmte Zeit da lassen. Eben vielleicht auch wieder, weil man die Zeit will überbrücken will, bis man kann in die Bergwelt die Asche ausstreuen oder vielleicht bis der Ehepartner stirbt, weil man zusammen ins gleiche Grab will. Das ist jetzt eine Urne hier, der Peter Ackermann Wildhaber. Also die Pyramide, das sind Urnen, ja. Jawohl, ja. Grosse Urne, Gedenkurne, die kleineren, ja. Da gibt es auch ganz verschiedene Formen. Ja, ja. Das ist auch eine Urne. Das ist auch eine Urne, ja, ganz schlichte. Jawohl. Ach so, ja. Ich möchte glaub, wirklich einmal eine Feuerbestattung haben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, sicher auch schon aus familiären Gründen. Keine Familie hat, kein Kind, würde auch niemand zu einem Grab schauen und dann ist das auf der Hand. Ja. Und ist die grosse Mehrheit, die Schweizweit sind heute 87%, was ist das, Zahlen von vorletztem Jahr, glaube ich, sind für Bestattungen. Gut, jetzt gehen wir aus dem Raum Falknes raus, dann gehen wir mal eben in der Bestattungsraum nach vorne. Wir haben die verschiedenen Zimmer hier, die wir immer noch sehen. Wir laufen jetzt am Pizol vorbei. Jawohl. Dann nachher glaub, ganz vorne links dran. Der Ganze. Und, genau. Der wäre auch noch frei. Und jetzt, wo der Spielraum hier frei ist, können wir einmal zeigen. Also, es gibt da wirklich auch für Kinder etwas. Wenn sich jemand will, gut beraten will, gibt es etwas für Kinder. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, warum ist alles so leer? Es ist nicht leer, überhaupt nicht. Es hat einen Haufen Leute hier. Aber wir schauen, dass wir möglichst keine Leute draufbringen. Das ist der Gonze. Jawohl. Das ist jetzt auch ein Aufbahrungsraum, den man so vielleicht nicht kennt. Vor allem nicht in den öffentlichen Aufbahrungshallen. Weil hier ist der Verstorbene nicht im Sarg. Der kommt auf das Bett, ist ein Kühlbett. Der liegt hier drauf, entweder auf der Decke oder unter der Decke, je nachdem, wie die Leute das wünschen. Und lässt natürlich sehr eine nahe Abschiednahme zu. Man kann wirklich herrutschen, man kann den Verstorbenen berühren. Sehr eine innige Möglichkeit, um die letzten Stunden, Tage, wo der Körper eben noch da ist, zum die Leben erleben. Genau. Ja.
ist sicher etwas anderes. Gell? Ich erinnere meinen Grossvater so im Sarg drin, wo man dann ein bisschen zwängt halt, ist. Es ist etwas anderes. Gell? Es gibt halt sofort die Distanz. Ja. Vor allem, wenn dann auf dem Katafalk nachher noch ein Glas drüber ist. Was heißt ist. Katafalk? Aber was ist das? Also die Kühlboxen, eigentlich, ach, die so, wir vorher in diesem natürlich. Raum gesehen haben. Und wo eben in den Friedhofhallen auch anzutreffen ist. Und das, wo wir jetzt reingehen, das wäre jetzt... Das ist der Verabschiedungsraum. Abschiedungsraum, ja. Das ist so gestuhlt. Jawohl. Du hast einen Gast eingeladen, gell? Jawohl, wir haben den Fabio bei uns heute im Haus. Da musst du es vielleicht erklären. Wer ist der Fabio? Ein Bestatterkollege, in Anführungszeichen. Es ist der Schauspieler, ursprünglich der Gehilfe. Jetzt hat er ja die Fachprüfung gemacht, wo mit dem Luc Conrad zusammen, Mike Müller als Schauspieler, im Film «Der Bestatter», der Krimiserie, eben mitspielt. Er ist heute unser Gast, haben vorher eine Talkrunde gehabt. Er wird später dann auch erzählen, ein bisschen Blick hinter Kulissen. Und darum haben wir jetzt so gestuhlt. Wenn eine Verabschiedung ist, dann sind die Stühle halt anders ausgerichtet, wie wir es hier zeigen, mit diesen Möbeln. Dass man hier einen Pfarrer hat oder einen Trauerredner. Oder dass man je nachdem auch selber hier Verabschiedungsfeiern gestalten oder die Angehörigen gestalten, die eine Möglichkeit bis etwa 40 Personen, sage ich mal, wo man in einem intimen Rahmen zeitlich unabhängig auch eine Verabschiedungsfeier planen kann. Meine letzte Frage. Ja. Fredi, was ist dein grösster Wunsch? Ja, der grösste Wunsch, es gibt einen Haufen Wünsche. Beruflich sicher mal, dass die Leute natürlich zufrieden sind mit unserer Arbeit, weil es ist unser Auskommen letztendlich, also wie in der Zeitung gestanden ist, wir leben halt vom Tod. Das können wir nur mit einer guten Arbeit und zufriedenen Leuten. Sonst sicher Gesundheit, das wünscht man sich immer. Ja. Und aber eigentlich Tod, bin ich durchaus glücklich. Apropos Tod, umkehren und Wer wünscht sich das nicht? Das ist einfach für die Hinterbliebenen dann jeweils ein Schlag, wenn es noch heisst, zack, bumm, Herzinfarkt, oder? Mhm. Oder dort vom Auto überfahren worden. Aber ja, für das, was gehen muss, ist natürlich ein schneller Tod sicher das Schönste. Ich glaube, da können alle beipflichten. Du bist rundum glücklich, also du machst den Bestätigungsservice 25 Jahre lang. Du bist glücklicher als damals als Elektroniker. Ja, kann ich eigentlich sagen. Wobei, ich habe den Job dort auch geliebt. Ich war relativ frei mit dem, was ich gemacht habe, als technischer Redakteur. Was mir heute auch zu gut kommt mit den Ruhrdrucksachen, dieser Beratung. Wohl, man ist einfach frei. Man ist sein eigener Herr und Meister. Man muss spontan sein, weil man weiss nicht, was kommt. Als wir gestern Abend gerade auch noch ausgerückt sind und ein bisschen später vier Abend hatten, das gehört halt auch dazu. Aber wohl. Ich bin glücklich. Reda Stalder alias Fabio, genau. Bestatter, also glaub, du bist irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dich sehr, leider Gottes überhaupt nicht. Aber du bist der Assistent von Müller und dann ist Polizist und Bestatter. Als Hochbezeichner, wenn man so eine Bestatter-Szene reinkommt, jetzt hockst du noch vor diesen Särgen bei diesen Bestatter, also ist die Moderatorin noch deine einzige Rettung, dass du ein bisschen positiv kannst denken? Wie geht es dir jetzt? Nein, also gerade wenn man mit Mike Müller dreht, dann ist es immer wieder lustig und die ganze Serie ist auch recht lustig und auf Humor aufgebaut und wir haben noch nie einen Bestatter-Caller gehabt. Na gar nicht, auch nicht daheim, jetzt nie. Du bist doch aber noch ein bisschen nachdenklicher, oder? Man sagt auch noch, du bist ein Einzelgänger. Also, hast du nie, wo du die Bestatterrolle übernimmst? Also, ich sehe dir an, du bist doch ein bisschen nachdenklicher. Genau, oder? Genau, ja. Also, am Anfang hat es schon gegeben, wo wir den Bestatter gedreht haben, ist meine Großmutter gestorben. Und dann hat sie so, ein Tag war ihre Bestattung, einen Tag später haben wir eine Bestattung gedreht. Und dann, als ich das letzte Mal im Spital gesehen habe, dann ist sie schon gestorben. Und ich wusste, ich muss am Nachmittag noch. Wir müssen einfach drehen, von der Produktion her muss es einfach weitergehen. Und dort ist es schon schwierig. Dort hat nachher die Maskenbildnerin gesagt, du hast jetzt so rote Augen, was ist denn los? Und so. Also dort hat es schon gegeben, aber mittlerweile hat es so die nötige Distanz dazu. Was wäre so dein grösster Wunsch bezüglich am Leben? Jetzt, wo wir gerade so nach dem Tod sind, oder? Jetzt, wo wir gerade so nach dem Tod, dass es noch eine Weile geht, bis der Tod kommt. Und ja, einfach, dass ich noch weiterhin kann spannende Rollen spielen kann. Ist schwierig, gell, als Schauspieler, die spannende Rollen vor allem in der Schweiz zu finden. Ja, das ist schon noch recht schwierig. Auch nicht nur in der Schweiz, aber es ist allgemein schwierig, tolle Rollen zu finden. Ja. Da wünsche ich mir viel Erfolg. Also Bestatter, das ist eindeutig. Der Assistent, das ist eigentlich eine Rolle, die dir passt.
Ja, ich habe es jetzt passend gemacht. Ja. Also bei uns ist ja das Tolle, dass wir immer das Jahr dazwischen haben und dass die Autoren nachher auch anschauen, was wir machen. Und wir kennen sich mittlerweile gut und die tun das dann auch auf einem abstimmen. Und mittlerweile passt es sehr gut.